So, meine verehrten Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge Let's Play Metin 2 und es war Happy Hour. Das bedeutet, es gab mehr Drachenmünzen und da habe ich tatsächlich zugeschlagen, um unsere Skills so ein bisschen voranzutreiben. Das heißt, ich habe mich für die Körperkrieger-Truhe entschieden. Werdet ihr später noch sehen. Und ich habe mir hier diesen süßen Hund zugelegt. Den werde ich jetzt 30 Tage als Partner haben. Und der unterstützt uns, indem er uns 1500 TP und ich glaube 15 Nahkampfangriff und Magieangriff blocken oder sowas oder Magiewiderstand gibt. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Und ja, hier auch nochmal so ein Anfänger, der mal nach Startkapital gefragt hat. Also ich würde sagen, wenn ihr so ein bisschen fortgeschrittener seid, gebt den Jungs und Mädels einfach ein bisschen was. Wie viel müsst ihr selber wissen? Aber ich würde sagen, wenn man selber wieder neu anfängt und so ein Startkapital braucht, dann freut man sich ja auch immer, wenn man was bekommt. Ja, und deswegen fand ich das, dass man das halt so macht. Ich selber habe zwar dieses Mal nicht nachgefragt, aber ja, ich habe auf jeden Fall Verständnis dafür, wenn manche so fragen zum Appen oder ja, ich weiß nicht, um Teleporter zu nutzen, erstmal ein bisschen Yang brauchen. Kann man auf jeden Fall ein bisschen was abgeben. Und dann haben wir Level 70 tatsächlich erreicht und die Truhe geöffnet. Da war wieder nicer Stuff dabei auf jeden Fall. Ja, den werden wir uns dann nach und nach genehmigen, denke ich. Und diese Verstärker-Bonis und die Switcher, die wollte ich für unsere Furchtmaske nutzen, um die mal auf Vordermann zu bringen. Aktuell ist sie ja noch plus 9 und blank. Und da dachte ich mir vielleicht, dass wir ja versuchen könnten, die Furchtmaske so ein bisschen aufzuwerten. Bin ich mal gespannt, ob uns das gelingen wird, dass wir da einigermaßen okaye Bonis drauf kriegen. Ja, müssen wir mal schauen. Dann waren wir wieder mit hohem XP-Bonus unterwegs, mit 270 XP, zusammengesetzt aus dem Kuchenstück 100%, dann einem Trank der Weisheit 100%, 50% durch den Erfahrungsring. Und nochmal 20% durch den Bonsai, der aktuell ja noch dabei ist. Ja, und dann haben wir angefangen, die Gegenstandverstärker auf die Furchtmaske zu ziehen. Zwei Bonis haben wir bis jetzt. Drei, sehr gut. Und kommt noch was dazu? Leider nicht. Okay. Ja, dann gucken wir mal einigermaßen. Ja, 12 TP-Rack ist gerade drauf, der Rest ist Müll. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das noch verbessern können. Und dann haben wir natürlich weitergelevelt mit unserem tollen XP-Push von 270% Bonus. Ja, und damit haben wir es dann auch geschafft, Level 71 zu werden. Sehr schön. Und man merkt auf jeden Fall, dass wir jetzt Fortschritte machen. Und das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und unsere Skills müssen jetzt auch langsam mal klappen. Leider ist Sausen noch nicht durch. Ist immer noch nicht auf M1. Dann haben wir hier ein Sausen BDV gekauft. Aber es hat wieder nicht geklappt. Leider. Okay, dann habe ich aber wieder neue Gegenstand verstärken dazugeholt. Damit haben wir den vierten Boni. Und jetzt versuchen wir es mit Segenkugeln dann nochmal zu verstärken. Die erste hat nicht geklappt. Probieren wir es mal weiter. Nope. Und nope. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Nummer 4. Nö. Nummer 5. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Freunde. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Ey, Freunde, das kann nicht wahr sein. Okay. Machen wir weiter. Nö. Nö. Endlich, Freunde. Unser LKS hat übrigens auch noch 4 Bonis, probieren wir es mal. Nö, natürlich nicht. Okay. Lass ich jetzt aber so, ich habe keine Lust noch mehr von den Dingern zu holen. Dann machen wir mal Bonis drauf. Das ist Müll. 12 TP-Rack, Teufel, Untote. Ja, komm. Ich habe ja nicht viele Switcher, bevor ich es wieder kaputt mache. Damit kann man leben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben wir Sausen noch hochgekriegt? Schauen wir nochmal. Nö. Bis dann.